Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's nach Verona. Ich habe bereits angekündigt, dass ich, wenn ich unterwegs bin, mal einen Vlog machen werde. Das Ding ist, ich kam immer so spät an, komme noch immer so spät an und nachts ist halt mit meiner Kamera ziemlich kacke zum Filmen. Deshalb habe ich das jetzt etwas rausgeschoben. Ich möchte es heute mal probieren, wie es funktioniert. Und ich würde sagen, jetzt gehe ich erstmal zum Bus. Leute, jetzt geht's erstmal zum Bahnhof, wo ich noch Kassegedöns holen muss. Und dann geht's am Brenner hoch, wo ich in den Eurocity einsteige. So, bin ich aus dem Bus ausgestiegen. Das heißt, jetzt ein paar Meter zu Fuß zu gehen. Denn irgendwie wäre es intelligenter gewesen, mit der Tram zu fahren. Aber wer nicht mitdenkt, der lernt halt draus. Der geht halt zu Fuß. Ich stelle es gerade in dem Moment wieder fest, wie geil ist eigentlich die Gegend, wo ich lebe. Gönnt euch mal dieses fette Panorama. Es ist einfach geil. Naja, wie dem auch sei, ich muss jetzt auf den Zug, es gibt Brenner. Im Brenner mache ich ein paar geile Aufnahmen, denn da hat es richtig viel Schnee. Denn die letzten Tage hat es richtig viel geschneit, beziehungsweise letztes Wochenende. Jetzt ist schon wieder viel zusammengefallen, aber es ist noch immer viel Schnee. Und ja, wir sehen uns dann gleich. Mega Schneeloch. Ist auf der italienischen Seite von Tirol, also sprich in Südtirol, ist extrem. Also wenn es schneit in Tirol, dann hier eigentlich immer am extremsten. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt ein paar Aufnahmen. Zumindest hier im Bahnhof werde ich nicht viele Aufnahmen machen können. Vielleicht kann ich was zusammenwurschteln, das kann ich noch nicht versprechen. Denn ich bin ja heute mega gespannt auf die Aufnahmen, denn ich arbeite mit einem neuen Objektiv, nämlich der Canon Lens. 24mm STM mit einer 2,8er Blende, müsste eine bessere Schärfe haben, kann ich aber im Moment noch nicht sagen, sehen wir dann, wenn das Video geschnitten ist. Ich befinde mich jetzt in Innsbruck, es gab ein kleines Dienstplanproblem, ist jetzt gelöst, ich habe den restlichen Tag frei. Ein Kumpel holt mich jetzt gleich ab, es geht dann ins Tonstudio. Ich weiß nicht, wer von euch schon ein Tonstudio gesehen hat, das ist ziemlich interessant. Ich möchte euch das mal zeigen, damit ihr das auch mal seht. Und ja, jetzt heißt es warten, bis er kommt. Ja, sag was. Was soll ich sagen? Ja, erzähl was von deinem Studio, schneid dich so ein, ist uns. Ja, unser neues fettes Studio wird abgehen 2018 hier in Innsbruck mit Dos Santos. Ja, ist noch einiges Arbeit, aber wird sicher cool. Also noch kann man noch nicht so cool erkennen, da sind geile LEDs drinnen. Und ich zeig's euch kurz. LEDs. Kann man da die Farbe ändern? Ja, ändern mal die Farbe. Ja, warte. So auf grün oder so, keine Ahnung. Ja, warten, schauen. So, ja, passt. Moment, ich muss schauen, wo das Ding ist. Ah ja, schau, jetzt haben wir eine andere Farbe, schau. Wird ganz cool. Der Joshua, der Manager von allen, sag mal was in die Kamera. Ich bin nicht der Manager, bin pleite, brauch Geld, okay? Meine Tochter ist 8 Jahre alt und ich brauch immer Geld. Ja, das schneiden wir so rein, gell, Joshua. Das sicher, schneid alles rein. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick in das Studio, was der Kumpel gerade plant. Wenn es fertig ist, zeige ich es euch selbstverständlich nochmal. Ist alles selbst gemacht, wird alles handgemacht. Ich werde verlinken. Er ist auch DJ und produziert auch Musik. Verlinke ich alles unten in der Videobeschreibung. Wäre cool, wenn ihr das mal abcheckt. Und ja, würde ich sagen, schauen wir, was wir heute noch so machen. Ja Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Eigentlich wollte ich jetzt noch ein Workout machen und das filmen. Nur das passt irgendwie nicht ins Video, deshalb lasse ich das jetzt einfach. Und beende das Video für heute. Geplant wäre gewesen Verona, das fällt jetzt im Wasser. Das kommt dann einfach in den nächsten Vlog, würde ich mal behaupten. Hiermit verabschiede ich mich für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao!